Hallo und wunderschönen guten Tag zu unserer Mittwochsrunde. Heute ein bisschen eher, macht aber nichts. Wir sind live. Was machen wir heute? Wir zeigen euch mal wieder ein Beispiel von der Homepage. Ich blende die einfach mal gleich ein und dann kann jeder gucken. Und zwar haben wir hier die Bildschirmfreigabe und da ist es auch schon. Das ist ein Gastronomiebetrieb in Nürnberg. Ist eine Bratwurst- und Weinstube, ist die älteste Weinstube Deutschlands, ist super schick renoviert, hat jetzt einen neuen Pächter bekommen und haben wir die Homepage machen dürfen und das ist einfach ganz klasse Laden, ja. Extrem guter Service und ja, dann schauen wir einfach mal an. Das ist ein sogenannter One-Pager, das heißt, wir haben oben Kopfbild, danach kommen wir mit ein bisschen Text, danach kommt hier das Kernelement, ne, die Bratwürste, ja, in Nürnberg. Gerrit, läuft schon wieder das Wasser im Munde zusammen. Ja, du musst mal wieder nach Nürnberg. Das ist fürchterlich ungerecht, weil ich da im Moment nicht hin kann. Ich sehe das jetzt und muss sagen, ich meine, hier im Münsterland gibt es auch Bratwürstchen, aber solche nicht leider. Das ist in der Tat wahr. Und auch solche Laugenbrezen habt ihr auch nicht. Ja, so, dann kommt noch ein bisschen Historisches, ein bisschen Text. Dann kommt eine Bildergalerie, die man halt ganz normal aufmachen kann. Ja, das ist heutzutage Standard. Da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr Großes zu sagen. Dann kommt Lage Anfahrt, dann kommt ein Formular und das war's schon. Separate Seiten haben wir mit Kontakt, Impressum und Datenschutz. Das ist halt rechtlich vorgegeben. That's it. Ansonsten kann ich hier über die Sache hin und her fahren. Ja, ich kann die Seite nach oben wiederholen. Ich kann wieder runterscrollen. Ich kann zu den Bildern runterscrollen lassen. Das war's eigentlich schon. Ja, ich denke, dass für Betriebe, die nicht besonders groß sind, die ihre Ressourcen auch noch an anderer Front ausgeben wollen, ja, also ich sage jetzt mal Social Media, Bewertungen etc., wenn man halt einfach sagt, okay, ich habe nur ein gewisses Budget zur Verfügung, möchte aber das Budget streuen und möchte eben jetzt nicht für eine Homepage 1.500, 2.000 Euro ausgeben, dann nimmt man so ein günstige. Ausbauen kann man die immer. Also wir setzen die so auf, wie unsere großen. Ist halt nur eine Seite. Aber die kann aufgemacht werden. Da können wir 100 Seiten anlegen. Da kann man jetzt einen Blog integrieren. Ja, man kann alles damit machen. Super Sache. Gerrit? Ja, definitiv. Also ich bin absolut mit dabei. Also es gibt ganz viele Anwendungsfälle, wo wirklich so eine Seite komplett ausreicht. Vor allem, weil man ja auch noch auf andere Seiten, also vor allem soziale Medien, später verlinken kann. Und dann hat man so oder so mehr Möglichkeiten. Es ist halt nur wichtig, man braucht auf jeden Fall eine eigene Website oder eine eigene Domain. Da führt halt einfach kein Weg dran vorbei. Da hat sich letztlich gar nichts verändert. Und es gibt ja auch im Moment so ein bisschen eine Rückbesinnung auf die eigene Website. Deshalb ist das ganz gut, das zu machen und richtig, ein Blog sollte später kommen. Was ich jetzt ganz konkret ändern würde, ist, ich finde, also zu früher hat sich ja vor allem eine Sache im Internet unglaublich verändert. Früher waren die Websites ja sehr textlastig, einfach weil die Bandbreiten niedrig waren und dann waren sie immer noch ein bisschen textlastig, weil dann mobil ging und das war auch wieder bandbreitenmäßig ein Problem. Heute ist das nicht mehr so und das ist jetzt eher eine Aufbereitungssache. Ich finde nämlich, ganz oben kommt sehr viel Text dann an einem Stück hinter dem Bild und das würde ich eher durchbrechen. Ich würde immer so einen Absatz machen und dann diese Bildergalerie lieber als große Fotos auch mit einblenden. Dann sieht man sofort das Bild. Ich muss auch dann nicht mehr klicken. Also diese Bildgalerien, hier ist es ja jetzt nicht so, als wären hier 100 Bilder untergebracht, sondern es sind 5 oder 6 und 5 sogar nur. Und da könnte man halt einfach sagen, ich binde die komplett in groß ein oder in größer ein und lasse immer so einen Text, der vielleicht auch zu dem Bild passt, davor, dahinter. Dann habe ich sozusagen das erschlagen. Weil für mich als Nutzer ist der Vorteil von solchen Seiten, ja, ich brauche da am Tablet oder am Smartphone einfach nur runterscrollen. Ich brauche nichts tun. Ich muss nicht denken, nicht auf irgendwas klicken. Ich finde es gut, wenn es eine Navigation gibt, also diese In-Page-Navigation, wo ich dann halt irgendwo schon runterspringen kann, weil ich nämlich zum Beispiel das Formular haben möchte, kann man auch noch überlegen, ob man das zusätzlich nochmal oben unterbringt, vielleicht dann etwas kleineres, aber dass es direkt sichtbar ist. Aber jedenfalls, ich würde immer kurzer Textblock, Bild, kurzer Textblock, Bild, kurzer Textblock, Karte, kurzer Textblock, Formular, dann brauche ich als Nutzer einfach nur drüber surfen. Aber das geht auch so, nur wie gesagt, die Galerie würde ich einsetzen, wenn ich sehr, sehr viel Bildmaterial hätte. Ansonsten einfach die Fotos direkt in die Seite. Das ist für mich als Nutzer dann einfacher. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin voll dabei. Diese Art von Seiten sind absolut hilfreich. Und das hat ja auch etwas von Gelerntem heute zu tun. Wenn ich mir überlege, wie TripAdvisor aussieht, wenn ich mir überlege, wie eine Facebook-Seite aussieht und so weiter,
da habe ich keine Unterseiten mehr oder zumindest werden die kaum genutzt, wenn man sich das mal in den Statistiken anschaut, wie man so eine Facebook-Seite betreibt oder bei TripAdvisor das macht. Die Leute nutzen den Stream, die scrollen da drüber und das war's dann. Bei TripAdvisor natürlich, die gucken sich auf die Fotos, aber da hat man dann ja auch, keine Ahnung, mehrere hundert. Da muss man eine eigene Übersichtsseite dafür schaffen. Aber hier, solange da nicht so viele Fotos sind, einfach direkt in die Seite einbinden, dann ist das Thema durch. Und vielleicht noch überlegen, das Formular nach oben zu ziehen, damit ich, wenn ich als Nutzer jetzt schon weiß, dass ich dahin will und einfach nur eine Nachricht absenden will, ist es halt schön, ich komme auf die Seite, habe oben ein bisschen Text, habe daneben ein Formular, tipp den Text ein, drück auf Senden, bin ich mit der Sache raus. Oder ich klicke auf das Telefonding, ruf an, auch schön. Aber das vereinfacht es mir, also das muss ich halt nach unten. Ich muss sozusagen den Kontaktlink dann doch wieder anklicken oder sehr langes. Ja gut, oben ist die Telefonnummer zum Anklicken, oben ist die E-Mail zum Anklicken. Man kann jetzt das Formular noch hinmachen, bin ich kein Freund davon. Müsste man mal ausmessen nochmal, ob das auch bei einer normalen Homepage entsprechend so ist. Ich denke, es ist vor allem kostengünstige Variante. Ja, vielleicht nochmal dazu was zu sagen, das liegt unter 300 Euro, ja, für so eine Homepage. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Gut, das war's dann eigentlich für heute. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns in Kürze. Bis dahin. Tschüss. Ja, es gibt ja, Moment mal, es gibt ja nächste Woche, machen wir es immer anders. Da habe ich gehört, bist du hier, dann können wir das sozusagen zusammen an einer Stelle aufnehmen. Dann quatschen wir gleichzeitig, ist doch super. Das ist aber nicht Mittwoch, das wäre Donnerstag, ne? Okay. Dann machen wir es mal am Donnerstag, ist auch mal was Neues. Kann man gerne machen. Alles klar, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.